Ey, warte mal, wir müssen aufpassen, nicht, dass es hier über uns einstürzt gleich. Nein. Alter, das kann nicht wahr sein. Was ist das? Weg, 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 weg. Was geht, Warrior? Willkommen zu meinem 100.000 Abonnenten-Special. Ich hab's euch ja versprochen. Und zwar werde ich mit meinen Freunden einen der krassesten Lost Places ever besuchen. Ich bin schon richtig hyped, dorthin zu gehen. Und wie ich ja schon gesagt habe, sind Skull Warrior 089 TV und der MK-Lacker mit dabei. Ich werde die Jungs gleich abholen und dann werden wir zusammen zu diesem Ort fahren. Ich hoffe wirklich, dass wir keine Probleme mit der Polizei oder sonst was bekommen. Und natürlich müssen wir auch hoffen, dass dort offen ist und dass wir überhaupt reinkommen. Ich treffe mich gleich mit den Jungs, also bis gleich. Skull Warrior, was geht? Jawohl, 089 TV. Was geht? Was läuft, was läuft, was läuft? Warum kamen keine Videos mehr? Boah, ich war noch zu beschäftigt damit, die 798.435,23 Liegestütze zu machen, die du mir aufgetragen hast. Sehr gut. Hast du jetzt alles nachgeholt? Habe ich soweit nachgeholt und jetzt geht's wieder los. Let's go, wir sind ready für die Backrooms und Firat aka der Mario Kart Luckmaster. Luckiest man alive in MK. Brich mein Rekord, Bro. Okay, Leute, wir sind jetzt hier alle ready im Auto. Die erste Challenge wird gleich sein, dass wir den Lost Place überhaupt finden, weil der ist auf der Route nicht zu sehen auf Google Maps. Also nicht genau. Deswegen müssen wir das jetzt überhaupt irgendwie finden. Aber Battle Warrior werden es natürlich schaffen. Seid ihr ready? Let's go. Und auf jeden Fall, das ist der Grund, warum Tomaten kein Gemüse sind, sondern eigentlich Obst, wisst ihr? Was laberst du? Du wolltest doch die Geschichte mit dem Killer weitererzählen. Ach so, ja, stimmt. Aber ich glaube, Skull Warrior kann die besser erzählen. Also vor 2 Jahren ist so eine Gruppe Jugendlicher in das verlassene Gebäude gegangen und die sind halt nicht mehr zurückgekehrt. Und man sagt halt, ja, die sind so einem alten Mann begegnet und der hat denen anscheinend irgendwas angetan einfach. Okay, krass. Krass, heftig. Okay, das klingt auf jeden Fall ernst. Ich hoffe, dass da niemand ist. Boah, aber ich denke, da wird nichts sein. Glaube ich auch nicht. Nach ein paar Jahren, da wird safe weg sein. Das ist wahrscheinlich eh sowas, was die Leute erfinden. Ja. Irgendwelche Spukgeschichten oder sowas. Ich glaube auch. Was soll schon passieren? Egal, Leute, wir schauen jetzt einmal nach. Wenn da irgendwas ist, dann wird's lustig. Aber wahre Warrior haben keine Angst. Okay, 089TV, wie schaut's bei dir aus? Wann kommt ein neues Video? Boah, hoffentlich bald. Ich würde sagen, wenn wir bei diesem Video 500 Likes schaffen, hau ich mal wieder einen Banger raus für euch. Okay, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. 500 Likes auf dieses Video. Und 089TV droppt auch ein Video. Skullberry, du hast ein bisschen Equipment mitgenommen. Ja. Was hast du dabei? Also ich habe mein Nachtsichtgerät dabei. Ganz wofür richtig. Brauchst du denn ein Nachtsichtgerät? Hey Bro, wenn ich im Dunkeln auf Toilette gehen will, ich muss doch schauen, in welche Richtung ich pinkel. Ah, okay. Macht Sinn, ja. Ja. Auf jeden Fall habe ich noch mehr dabei. Erstmal meine Taschenlampe, die ist richtig gut. Boah, ja. Das ist hart. Schon gut. Hey, die ist doch gar nicht mal so hell. Oh! Taschenlampe für dich. Ah, stabil, danke. Für dich. Eine richtig fette, gute Taschenlampe für dich. Oh shit, let's go, danke dir. Ja gut, dann sind wir ready für die Backrooms, oder? Let's go. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir diesen Ort hier finden gleich. Aber ich denke, das sollte kein Problem werden. Okay. Wir sind da. Let's go, wir sind da. Holy shit, Leute, was ist das denn hier? What the fuck? Eingang zu den Backrooms. Nicht, dass wir hier nicht mehr rauskommen später. Okay, Freunde. Ganz kurz. Digga, was ist das denn hier? Einfach Schule oder was? Holy shit, Freunde. Ist abgesperrt. Ja, hier Barrikade. Da hinten wird es auch weitergehen. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal in die andere Richtung. Skull Warrior und Firat sind auch schon da. Was ist das? Bruh. Bro, what? Digga. Fuck. Bro, was ist das? Alter. Digga, was ist das denn? Ich hoffe, der wird nicht später zum Dämon oder so. Scheiße. Ich will mal die Hände, schau mal die Hände. Boah. Ey, wollen wir nicht lieber zurück? Ich weiß nicht. Ey, Bro, jetzt mal ehrlich. Denkst du, all diese Kinderhände sind doch nach Hause zurückgekommen? Ich bin mir auch nicht sicher. Ey Leute, also ganz kurz jetzt, um das festzuhalten. Also wir sind jetzt hier in diesem Raum drin und schaut euch mal an, was hier an den Wänden ist. Einfach so Kinderhände, what the fuck, so richtig Psycho. Ja, also wir müssen aufpassen, es könnte sein, dass hier eventuell Penner rumlaufen. Glaubst du, die haben so Psychospielchen mit deren Opfern hier gemacht? Findet ihr es nicht auch irgendwie komisch? Wir sind hier in einem Kinderzimmer und es gibt angeblich einen Typen, der hier Leute entführt. Was, wenn der irgendwie so Kinder entführt und hier in diesem Raum läuft? Digga, wenn ich eine Kinderleiche sehe, ich renne nach Hause, ist mir egal. Wir hätten echt nicht kommen dürfen. Ich glaube, Leute, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, hierher zu kommen. Das ist schon krass, ohne Scheiß. Ist alles leer. Okay, wir gehen weiter in den nächsten Raum.
Boah, das Zimmer ist legit creepy. Ach du Scheiße. Was passiert? Was ist los, hä? Digga, aber da hängt eine Kinderjeans. Nein. Nein. Digga, eine Kinderhose. What the fuck? Warte mal. Leute, seht ihr das? Da ist einfach eine Kinderjeans. Nein, warte. Hä, was ist hier bitte passiert? Ey, nicht, dass hier unter den Trümmern jemand liegt, Bro. Digga. Ich geh mal tiefer rein, ich hab Angst, aber. Pass auf, hier ist Einsturzgefahr, gell? Ich? Digga, hier hat jemand randaliert, Digga, das ist nicht normal. The fuck, Bro? Schaut euch mal diesen Gang an, das schaut aus wie bei Outlast. Diese ganzen Kabel, ey Jungs, passt auf, dass ihr nicht irgendwie an so ein offenes Kabel geratet und dann irgendwie Elektroschock kassiert. Holy shit, Maschinenraum. Ey, geh da nicht rauf, das kann locker einstürzen. Jungs, geht's mal da raus, Bro. Geh mal raus lieber. Nicht, dass hier gleich irgendwas explodiert. Vorsicht. Lass Vorsicht, Stufe, ja. Lass mal die Tür lieber zu. Ey, Digga, da sind Dokumente. Fuck. Hä? Was steht da? Also, Leute, das ist gerade legit wie bei Outlast. Digga, D-Mark, nicht mal Euro, einfach oh. D-Mark. D-Mark, what the fuck, Witz, Alter. Digga, die haben einfach 33 Millionen oder so gemacht hier. Gib dir das Holy mal. Shit. 33 also, Millionen D-Mark, Digga. Aber das ist so heftig, dass die das einfach so rumliegen lassen. Das ist echt crazy. Als, ey, Jungs, ich hab das Gefühl, jemand wollte hier raus mit den ganzen Dokumenten, aber der wurde irgendwie gecatcht von jemandem. Und deswegen wurde Digga, das einfach... Denkst du, hier ist so mäßig secret, so? So Infos, die man nicht wissen soll? Es kann sein, ja. Weil vielleicht ist auch irgendwas an dieser Story mit diesem Typen dran, ich weiß nicht. Ey Jungs, passt auf, hier ist so Metallboden unter euch, also. Ja, das ist passiert. Ich habe gesehen auf Reddit, jemand ist gestorben bei so einem Lost Place, weil da irgendwie das Dach eingebrochen ist. Also man sollte hier echt aufpassen. Schaut mal, Leute, da ist so ein Loch einfach. Ich weiß nicht, wie tief das runtergeht. Ich gehe da nicht hin und schaut mal, hier sind richtig viele Scherben. Hier ist ein Loch in der Wand. Ein Loch in der Wand? Mit Fußstapfen, Digga, what the fuck? Der hat jemand komplett dran erlebt. Digga, what the fuck ist das? Alter! Gibt's einfach mal so einen Schlauch und so. Hier ist ein Kindersitz. Hier ist einfach ein Streaming-Zimmer. Nein, warte kurz, ganz kurz. Hier ist ein Kindersitz? No way. Kinderkleidung, das ist eindeutig Kinderkleidung. Krass. No way, warte kurz. Das Betreten dieses Raumes mit offenem Licht, das Rauchen und Anzünden von Fahrzeug darin ist strengstens verboten. Digga, what the fuck? Das ist 100%. Das war doch irgendein Werwolf oder so. Digga, ich ist einfach Bigfoot gewesen. Okay, das sieht aus wie ein... Okay, what the fuck? Sieht aus wie Schüsse, Bro. Jetzt hätte ich hier echt irgendwer geschossen. Also ich weiß nicht, da ist irgendwie so ein Gasraum drin. Ich glaube, da sollten wir nicht reingehen. Leute, gebt euch das. Hier ist einfach die fucking Tiefgarage. 1:1 wie in den Backrooms. Dicker, no way. Was? Ey Jungs, klemmt was bei der Tür ein. Ja. Leute, ich blende euch gleich das Level von den Backrooms ein. Aber es schaut hier 1:1 genauso aus. Und hier ist ab Einsturzgefahr nochmal extra höher, weil das ist hier im Keller. Ich glaube, bis jetzt hat noch niemand die Backrooms wirklich gefunden. Ne? Hier war halt, glaube ich, legit noch keiner. Also das hier ist ungefunden sozusagen, wir sind die Ersten. Und Leute, ich würde sagen, ich werde nicht sagen, wo dieser Spot hier ist, weil das ist zu gefährlich, hierher zu kommen. Hier ist sogar noch so eine Schranke. Digga, was? Das ist zu krass, holy shit, Leute. Das schaut hier aus wie diese Pilzsporen, wie bei von The Last of Us. Okay, das ist sehr, sehr wild. Ja, Jungs, lasst zurückgehen. Hier ist echt ein bisschen, das ist Garage, hier ist, wenn hier irgendwas einstürzt. Hey Jungs, pass auf, ganz kurz. Was ist das? Hier sind so... CO2-Kartuschen. Ja, genau. Digga, what the fuck? Go to hell. Okay, Leute, das ist kein Spaß mehr. Das ist kein Spaß mehr hier. Hier ist eine tote Ratte. Hier ist einfach eine tote Maus. What the fuck, die ist mini. Jungs, ich glaube, wir holen... Ey, warte kurz. Ich hab da gerade von hinten irgendwas gehört, nicht, dass gleich jemand wieder kommt. Ey, Jungs, warte mal ganz kurz, lass mal kurz unsere Taschenlampen ausmachen. Ich glaube, ich habe irgendwas gehört. Ich habe, glaube ich, was gehört, ja, wie so eine Tür oder sowas. Wasser oder so, irgendwas. Vielleicht Tropfen, Holz, das Fest. Aber habt ihr die Steps gerade gehört? Wollen wir hoch? Hier ist ein Airsoft-BB und da liegen CO2-Kartuschen. Das jemand war hier und hat Airsoft gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach so Airsoft aus Spaß war oder ob der sich dachte, mit einer Knarre kann ich mich verteidigen von Videos. Jungs, hier sind so viele Glasscherben, das ist nicht normal.
Also Leute, wir gehen jetzt hier hoch. Hier ist so eine Treppe nach oben, wie ihr sehen könnt. Und hier ist komplett alles... Hier ist komplett alles voll mit Scherben. Ich weiß nicht, ob man sieht, wie das glänzt. Und voller Trümmer. Also das ist von der Decke wahrscheinlich runtergefallen. Wir müssen hier echt aufpassen, weil das Ganze ist hier brüchig. Also falls ihr sowas macht, passt auf. Am besten gar nicht nachmachen, weil das ist gerade sehr, sehr gefährlich. Wir gehen jetzt in den ersten Stock. Wir gehen noch weiter hoch. Holy shit, bro. Oh shit, bro. Boah, hier stinkt's. Hier stinkt's nach Urin. Hier sind die Toiletten. Digga, hier ist einfach kompletter Raum eingestürzt, Leute. Ey, warte mal, wir müssen aufpassen, nicht, dass es hier über uns einstürzt gleich. Also schaut euch das an, Leute, von dieser Seite. Dieser Erdblock ist einfach hier komplett reingefallen ins Haus. Also ihr seht, es ist hier nicht safe. Ey, Leute, schaut euch mal die Pissoirs hier an. Hier ist einfach alles kaputt. Toilette, Dusche, alles kaputt, wie bei Outlast. Okay, oh, habt ihr das gehört? Ich glaube, da hat jemand gerade geklopft. Von wo kam Ey, warte, ganz kurz. Ach du Scheiße, hier war ein Psycho. Nein. Ich war jemand, der war schizophren, der hat die ganzen Wände angeschrieben. Das nein. Ist fuck, Junge. What the fuck? Schau mal in andere Richtung. Richtig Psycho hier. Geh mal rein. Diese Welt ist ein... Konstrukt. Konstrukt. 379. Das ist ein Loch. Das ist ein Loch in meinem Herzen. What the fuck? Depression, schau, das ist seine Ex-Freundin. Alter. Glaub ich, das ist selbst. Und das sind seine Sachen. Schau, der lebt hier, glaube ich. Oh, shit. Krass. Der ist ein Mensch. Was? Digga, so ein Monster. Nein. Knarre, Bro. Leute, das ist hier wirklich teuflisch. What the fuck ist das für ein Müll? Was ist das denn? Fake Warrior! Ich hab Jumpscare seinen Vater bekommen. 089? Nein, 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 warte, was? Schaut's euch an. 089. Glaubst du, es ist Zufall, dass der Name hier steht? Dein Tod wird vorgeschrieben, Junge. Der Typ kennt dich, Bro. Ich würde aufpassen. Digga, einfach sein Name steht hier auf der Wand. Das kann kein Zufall sein. 089. Ich glaube echt nicht, dass es ein Zufall ist. Muss echt aufpassen, Junge, ohne Witz. Okay, wir sind jetzt hier im vierten Stock. Leute, schaut euch mal diese kaputten Fenster aus. Hier, alles kaputt. Leute, hört ihr, wie sich die Tür anhört? Mach mal auf. What the fuck? Das ist gar kein Spaß hier. Brandabschnittstür geschlossen halten. Hier ist aber eine tote Taube, Leute. Wo ist eine Taube? Da oben, warte kurz. Leute, da ist eine Taube einfach. Die ist Schockstarre oder so. Ah doch, die schaut uns an, ja. Digga, hier ist alles Taubenscheiße. Alles. Komplett nur Taubenscheiße. What the fuck? Ey Leute, ich glaube, wir sind mittlerweile schon im achten Stock oder sowas. Leute, hier ist immer wie so ein Blutfleck. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Digga. Ey Leute, schaut euch mal an. Was ist das hier? Schaut aus wie so eine Treppe aus Mittelalter. Ich weiß nicht, ob das so stabil hier ist. Das könnte vielleicht einstürzen. Schaut, hier liegt alles schon. Scherben auf dem Boden. Ja, ja, lasst einen nach dem anderen hochgehen, nicht alle gleichzeitig. Tigger, passt auf, dass ihr nicht runterfällt hier, gell? Okay, Leute, wir sind jetzt hier in so einer Art Kanalisation. Nur, dass wir halt irgendwie im 10. Stockwerk sind. Schaut euch das mal an. Ist echt verrückt. Hier ist eine Wirbelsäule. Wirbelsäule von einem toten Vogel. Holy shit, Leute. Wir sind aus diesem Raum hier raus und hier ist einfach Dach. Wir sind hier einfach 100 Meter oder mehr über dem Boden. Scheiße, wir sind über die Bäume, Bro. Man kann gar nicht auf dem Boden leuchten, so tief ist es. Glaubst du, wir kommen hier jemals wieder raus? Ich weiß auch nicht. Unten, ich habe so Geräusche gehört. Ich glaube, das war vielleicht der alte Mann, aber ich bin mir nicht sicher. Es könnte echt sein, dass da irgendwie der alte Mann war, weil wir haben Geräusche gehört von irgendwem. Ich habe jetzt noch auf dem Boden gesehen, vielleicht läuft er mit einer Spritze rum. Scheiße, lass mal lieber gehen, oder? Okay, Freunde, wir waren jetzt gerade auf dem Dach. Wir sind jetzt hier weiter in den Fluren entlang gegangen. Und ich weiß nicht, da geht es auf jeden Fall weiter. Aber hier waren wir halt auch noch nicht. Deswegen würde ich ja mal sagen, wir gehen jetzt auch mal hier weiter. Okay, was haben wir hier? Digga, hier ist auch einfach so ein fetter Raum. Schau mal, Digga, da ist einfach so ein... Kann man solche Löcher machen? Da ist einfach so ein fettes Loch in der Wand. What the fuck?
Hier ist einfach komplett leer. Nein. Okay, nein, nein, nein. Digga, hier geht's weiter. Digga, was? Okay, nein. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber 089TV, das ist er. Etona bin ich. Skull Warrior. Digga, mit Totenkopf sogar. Das bin ich. Das ist er hier. Und da ist auch ein Totenkopf. MK Lacker. Was heißt MK das? Lacker, warte mal. Hä? Mario Kart Lacker, Leute. Oh, MK Lacker, Digga. Das sind unsere vier Namen und ein Totenkopf daneben. Boah, glaubst du, das war der alte Mann? Digga, ich glaube, das war safe, der alte Mann. Man hat davor auch 089 schon gesehen. Stimmt. Und jetzt? Ganzer Name. Boah. Das war vorhin quasi die Andeutung und hier ist die Bestätigung. Also ich weiß nicht, ob hier Kameras sind, aber irgendwer weiß auf jeden Fall, dass wir hier sind. Hey Leute, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Ne? Ich habe das Gefühl, wir sollten weg von hier. Ich finde auch. Weil das kann nicht wahr sein. Also unser Name schön und gut, aber dieser Totenkopf. Ey, ich glaube, das ist kein Spaß mehr, Alter. Wir müssen hier weg, Mann, ohne Scheiß. 100%. Wir müssen was geben, auf jeden Fall. Das ist komplett komisch hier. Wir gehen tiefer ins Gebäude rein. Es gibt hier sehr viele Leute, sehr viele leere Räume. Das ist echt crazy. Schaut euch mal an, in jedem Raum ist einfach Graffiti irgendwo. Irgendwer beobachtet safe. Jungs, seid ihr alle da? Angelo? Ja. Sky Warrior? Okay, let's go, wir sind alle da. Nein. Digga, what the fuck? Bro, die Prankbots waren hier, die haben vergessen. Bro, what the fuck? Ey Leute, okay, das ist jetzt nicht mehr lustig. Alter, das ist kein Spaß mehr, Jungs. Das ist die Game Master Maske. Leute, das kann nicht wahr sein. Digga, ist da irgendwie eine Notiz oder so? Nein, da steht nichts. What the fuck? Ey, ich weiß nicht, also wir sollten so schnell wie möglich raus. Glaubst du, jemand hat die hier vergessen? Ich glaube, das ist halt von dem alten Mann oder so. Der alte Mann zeigt seine Spuren hier überall, Bruder. Das stimmt. Safe. Das Problem ist, Freunde, wir wollen hier raus, aber das ist wie ein Labyrinth. Wir wissen den Weg ungefähr zwar, aber es ist halt so verwinkelt und es gibt tausend Flure. Deswegen, wir schauen echt, dass wir so schnell wie möglich hier rauskommen. Das ist kein Spaß mehr. Zuerst Graffiti mit unserem Namen, mit einem Totenkopf. Und jetzt diese Game Master Maske. Ich weiß echt nicht, was als nächstes kommt, Mann. Wir müssen echt schnell weg von hier. Jungs, ich glaube, wenn wir gerade links gehen, kommen wir weiter. Wir müssen raus, Leute. Wir müssen ganz schnell in diese Richtung. Ich glaube, da lang ist der Ausgang. Oh, holy shit, warte mal. Was ist das? Da ist ein totes Tier einfach. What the fuck? Was ist das? Das ist einfach... Digga, das stinkt. Boah, das ist einfach ein Skelett von einem Vogel. Okay, Freunde, hier sind so Geräusche, so ganz komische. Und die werden irgendwie immer lauter. Jungs, habt ihr das eigentlich gehört gerade? Die kommen aus der Richtung. Ey, Leute, aus diesem Raum da hinten, hört ihr das? Ich glaube schon. Da kommen diese Geräusche her. Da kommen die ganze Zeit so ganz komische Geräusche her. What the fuck, Digga, Bro? Tauben machen nicht solche Geräusche, Bro. Das sind keine Tauben. Das sind keine Tauben. So Guru oder so. Das ist schon ein Monster irgendwie. Bleib mal ganz kurz hier. Bleib mal hier. Ich gehe vor. Okay, hier ist irgendwie so ein leerer Raum. Hört ihr das? Das kann nicht wahr sein. Digga, was? Jungs, bleib da. Ist auch leer? Alter, was ist das? No way! Was ist das? Alter, was ist das? Holy shit! Ups, weg! Holy shit, was war das? Junge, was passiert? Ich weiß nicht, ich hab das nicht gesehen. Ihr seid ja schnell weggelaufen. Ja. Jungs, wir müssen nochmal zurück. Da ist so ein Typ in einer Pferdemaske. Ja, aber was? Da ist so ein Typ mit einer Pferdemaske, der dieses Geräusch macht. Ohne Spaß. Hab ich das gerade gehört? Echt jetzt? Bleib langsam. Okay, okay. Nicht, dass er uns bemerkt. Hier war's gleich, warte. Pass auf, leise. Jungs, warte kurz. Oh, niemals. Warte kurz. No way. Nicht, dass da noch was drin ist. Es ist leer, der Typ ist weg. Jungs, ihr müsst euch vorstellen, hier war gerade ein Typ mit einer fucking Pferdemaske. Pferdemaske? In diesem Kreis. Oh, holy shit, was ist das für ein Raum, Digga? Plus Totenkopf. Digga, hier ist einfach so, als ob es so ein Ritual wäre, Digga, mit Kerzen drin. Ich glaube auch. Ey, Jungs, wir müssen hier sofort weg. Lass echt weg. Vor allem, was ist das? Das ist ein Totenkopf mit einem Schwert und mit einem... Digga, mit einem Blitz. Okay, nee, wir müssen weg. Ich glaube, der Typ hat gecheckt, dass wir hier sind und er kommt uns hinterher. Lass weg. Skull Warrior, schon gerade. Er ist so langsam. Alter. Leute,
versteht nicht, wir müssen uns beeilen, der Ausgang ist dort hinten, aber die Jungs sind so langsam, ich versteh's nicht. Digga, wir müssen so schnell raus hier. Okay, Jungs, ganz schnell jetzt bitte hier. Hier liegen überall Glasscherben, Digga. Einfach raus hier, bitte. What the fuck? Nein, das ist der Typ von vorhin. Weg! Komm, Jungs, lauf! Schnell weg! Okay, Leute, wir sind jetzt von hier runtergekommen. Ich glaube, wir sind safe. Hier ist, glaube ich, links der Ausgang. Wir müssen schnell einfach hier raus. Bitte, komm. Einfach hier raus. Schnell weg! Fuck, schnell weiter. Kommst du? Ja, ich komm. Schnell weiter. Nein! Oh shit, was ist das? Nein, Feueralarm. Schnell raus. Los. Polizei, weg, komm. What the fuck, schnell weg. Jungs, ihr wisst nicht. Ich muss direkt schnell losfahren. Der ist einfach legit dieser alte Mann gewesen. Bro. Wer war in diesem fucking Pferdekostüm? Das ist komplett crazy. Dieser alte Mann ist einfach real. Bro, wo ist noch 9TV, Digga? Fuck! Was? 089TV ist weg. Wo ist der Typ? Das kann nicht wahr sein. Jungs, ist er bei euch hinten irgendwo? Digga, was laberst du? Digga, 089TV ist weg, hä? Schau kurz raus, Junge. Kommt der irgendwo? Digga, nichts, Totenstille, Bro. Scheiße, what the fuck? Leute, ich weiß nicht, was wir machen sollen, aber 089TV ist einfach weg, what the fuck? Sollen wir jetzt nochmal reingehen oder so? Ich geh da nicht rein. Niemals. Aber nicht? Ich verloren. Gut, dass er verloren ist. Ist so wenigstens. Leute, wir haben jetzt den Entschluss gefasst. Ich glaube, ich lade jetzt erstmal dieses Video hoch und ihr müsst bitte im Video schauen, seht ihr irgendwelche Hinweise, was auch immer, wo ist 089TV? Ich glaube, er ist verschwunden einfach. Vielleicht seht ihr irgendwas. Falls ihr irgendwas im Video seht, dann schreibt bitte die Stelle hin, weil eventuell müssen wir nochmal hinfahren und 089TV befreien.